Servus miteinander, das ist der Martin von OLED Österreich. Ich darf euch heute noch einmal kurz die Varia Mini zeigen, die es ja heute und morgen in einem Sale noch einmal gibt. Und ihr bekommt da nicht nur die Varia Mini, sondern auch eine gratis O-Bulb in dem Blau mit diesem noblen goldenen Streifen und gratis zwei dieser Silikonkappen. Was es damit auf sich hat, erkläre ich euch gleich. Zusammenfassend würde ich die Varia Mini als taktisch angehauchte EDC-Lampe beschreiben. EDC Everyday Carry. Ich habe zum Beispiel die Camouflage-Version, seit sie am Markt ist, in der Hosentasche jeden Tag dabei. Und der 18650er Akku, der da drinnen ist, und natürlich auch in der schwarzen Version hier, die jetzt im Sale ist, hat 3500 mAh. Das gibt schon ganz schön lange Licht. Und die Größe, das teilt sie sich zum Beispiel mit der bekannten S2R-Betten. Also die sind halt dünn und liegen gut in der Hand im Vergleich zu den 16340er. Das sind die ganz kleinen EDCs, die verschwinden schon fast in der Hosentasche. Aber dieses Akkuformat kann man noch gut in der Hosentasche tragen, ohne dass es zu sehr aufträgt. Der nächstgrößere Formfaktor, das 21700er, das sind dann schon gescheite Monster. Und insbesondere mit diesem aggressiven Bezel in der, im 2er Pro zum Beispiel, das mag man nicht mehr vorne in der Hosentasche haben, wenn man sich hinsetzt. Das zwickt dann ein bisschen eventuell. Gut, tun wir die mal weg. Dann haben wir den Größenvergleich. Auch wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ich was schlecht gezeigt habe oder nicht gezeigt habe, bitte kommentiert das Video, dann kann ich das nächste Mal hoffentlich besser machen. Schauen wir uns die Lampe noch im Detail an. Die Spezifikationen lese ich jetzt einmal so vor und gebe ein bisschen eine Erklärung dazu. Sie hat 1500 Lumen Spitzenleistung für 4 Minuten, dann hat sie 500 Lumen für 205 Minuten und 170 Lumen für 55 Minuten. Was bedeutet das im Detail? Ich habe da mal Messungen gemacht dazu und das schaut so aus. Die 1500 Lumen, den Turbo, haben wir beim Einschalten. Das hält die Lampe für ca. 2 Minuten. Dann sinkt die Helligkeit aufgrund der Hitze kontinuierlich runter auf die 500 Lumen Stufe. Dort bleibt die Lampe dann weitere 205 Minuten, also 3 Stunden und 15 Minuten eingeschaltet. Dann sinkt sie noch einmal, weil die Akkuspannung dann halt schon relativ gering ist, noch einmal runter auf 170 Lumen für weitere 55 Minuten. Und zum Schluss raus, so wie, wie der Akku dann leer und schwächer wird, wird auch das Licht schwächer. Da ist es dann wirklich Zeit zum Nachladen. Es gibt die Möglichkeit, die Lampe nur direkt im High zu starten, also sich diese Lumen, diese 1500 Lumen Spitze zu sparen. Da quetscht man dann noch einmal 10 Minuten mehr Licht auf der 500er Stufe raus. Natürlich kann man die Lampe auch mit nur 120 Lumen betreiben, da habe ich dann 18 Stunden Licht. Wenn ich sie nur mit 15 Lumen betreibe, kann ich 150 Minuten lang Licht rausquetschen, und wenn ich sie in der 1 Lumen Stufe irgendwo hinlege, glimmt die 45 Tage lang. Eine Reichweite hat sie von maximal 190, wenn ich den Turbo zünde. Den Turbo kann ich natürlich auch zünden, wenn ich in der 500 Lumen Stufe bin und ich zwischendrin einmal wo hinleuchten muss, weil im Wald irgendwo was raschelt oder am Feldrand irgendwelche Augenpaare sind, dann leuchte ich dort einfach kurz hin. Wenn die Akkuspannung das erlaubt, geht der Turbo nochmal rauf. Gut, schauen wir mal rein in die Schachtel, was ihr da drinnen alles bekommt. Wie bekannt, vorne im Drawer ist dann einmal die Lampe drinnen. Die schwarze hat ein blaues Bezel und die blauen Akzente auch am Clip drauf. Dann haben wir den Hinweis, dass man die Isolierung rausnehmen muss. Eine Bedienungsanleitung, ein Lanyard, also eine Handschlaufe und ein Magnetladekabel. Da ist jetzt keine Magie dahinter. Einmal ein USB-Stecker für Ladegerät. Da bitte was nehmen, was mindestens 1 Ampere, am besten 2 Ampere kann. Also je stabiler das ist, umso mehr Leistung kommt natürlich auf der anderen Seite raus. Und dockt magnetisch da an und dann lädt sie auf. Da gibt es einen kleinen Hinweis. Vielen Neulingen passiert der Fehler. Wenn der Akku fast voll ist, 90% Kapazität oder mehr, also über 4,1 Volt, dann sagt das Ladegerät, da ist genug drin, den quält man nicht, indem man da voll ist, nach oben drauf pulvern, und es beginnt halt nicht zu laden. Wenn ich die letzten paar Prozentchen da hineinquetschen möchte, anstecken, dann ist grün. Wenn ich andocke, bleibt es grün, weil er halt nicht laden will. Dann kann man kurz einmal den Turbo zünden, dadurch bricht die Akkuspannung kurzfristig ein. Das Ladegerät sagt, no, geht schon, fahren wir drauf. Und dann kann ich die Lampen ausschalten und dann füllt er den Akku wirklich bis zum Gehtnimmer auf. Also
kleiner Trick, aber fürs EDC, wenn man es nur so einstecken hat, ich glaube, die paar Minuten kann man dem Akku schenken. Was habe ich noch? Das Magnetport hinten ist ein Vorteil und Nachteil möchte ich nicht sagen, aber es gibt Leute, die haben da Nachteile gehabt. Die Lampe hält in jeder Stufe, bergauf, bergab, auch horizontal. Der Akku ist relativ stark. Warum das magnetisch und ein Akku aus Metall ist, so meine ich, ist dieser taktischen Geschichte geschuldet, nämlich den Kabelfernschaltern. Ich entlocke die Lampe mal. Aus den Waffenlampen gibt es ja diese Kabelschalter und der lockt da hinten an und verwendet das hinten als elektrischen Kontakt. Das Problem ist, es gibt Leute, die wollen die Lampe halt nicht sichern, weil das Sichern dauert ja 2 Sekunden. Ich führe es einmal vor, drücken und halten, dann kommt das Mondlicht ist weg. Jetzt ist sie gesperrt. Jetzt kann man sie dort hinten nicht einschalten. Und das passiert leider auch, wenn Leute am Schlüsselbund, jetzt ein normales Metall tut ihm nichts, das kann ich auch nochmal beweisen, entlocken dauert genau 1 Sekunde nebenbei. Also wenn sie da pickt auf einem Metall, auf einem Blanken, schaltet sie sich auch nicht ein. Es kann aber passieren, nachdem dieser elektrische Schalter einen elektrischen Widerstand hat, einen definierten, wenn ich jetzt mit dem Schlüsselbund oder mit einer ranzigen alten Münze da hinten diesen elektrischen Kontakt in genau dem Widerstandsbereich schließe, dann schaltet sich die Lampe ein. Also ich glaube, mein Kabelfernschalter will, dass ich auf Turbo gehe. Und es passiert das den Leuten in der Hosentasche. Die kriegen nicht mit, dass da drin warm wird. Blöde Sache. Um dem vorzubeugen, kann ich hergehen und kann diese beigepackten Isolierkappen hinten drauf geben. Dadurch kann ich die Lampe natürlich noch einwandfrei bedienen. Sie funktioniert auch noch mit Magneten. Horizontal geht gerade und gerade. Also wenn sie schön drauf sitzt, kann ich sie auch so montieren. Aber der ist natürlich ein bisschen schwächer, das ist klar. Und ich kann jetzt da kein Blödsinn mehr machen, indem ich diesen elektrischen Kontakt irgendwie schließe. Wenn ich sie so einstecke, da kann ich sie nicht kurz schließen, sage ich jetzt einmal. Aber natürlich könnte man immer noch den Taster drücken. Also trotzdem anzuraten, am Seitenschalter drücken, dann wird sie hell, geht aus, dann ist sie gesichert, dann kann nichts passieren. Diese Kappen haben auch noch einen ganz anderen netten Vorteil. Ich sehe Intrige. Haben wir eine zweite Helligkeitsstufe. Das ist wie ein Diffuser. Dann kann ich den, wenn ich das irgendwo hinstelle, habe ich ein gleichmäßiges Licht, das nichts allzu sehr blendet. Und wenn das Licht ausgeht, das leuchtet im Dunkeln noch. Also wenn ich sie so betrieben habe und lege sie wohin, dann finde ich die Lampe auch noch im Zelt am Abend oder halt wenn ich im Hochsitz, Hochstand bin, dann sehe ich, wo das so grün dahin klimmt, findet man die Lampe auch in der Dunkelheit. Ist eine nette Dreingabe. Was kann ich noch sagen? Natürlich habe ich etwas vergessen, nämlich das User Interface von A bis Z durchzuerklären. Wir starten mit der gelockten Lampe, weil das ist immer der Zustand, in dem sie sein sollte. Drücken und halten für 1 Sekunde, der Mondlichtmodus kommt an, dann gebe ich auf den Taster runter. Wie bei OLED typisch, für alle Lampen mit Seitenschalter, kurz drücken ist aus, kurz drücken ist an. Wenn ich drücke und halte, drehen sich die Modi durch. Also Low, Mittel, High, Low, Mittel, High, Low, Mittel, High. Geht endlos weiter. Denn Mondlicht erreiche ich nur von ausgeschalten, wenn ich halte. Da ist das Mondlicht wieder. Wenn ich ihn einschalte und verlasse es jetzt im Mittel, habe ich den Last Mode Memory. Er startet wieder in Mittel oder in Low oder in High, wie auch immer. Aber nicht im Turbo. Den Turbo erreiche ich von ausgeschaltet oder eingeschaltet durch einen Doppelklick. 1500 Lumen. Wenn ich jetzt einmal klicke, wie wir schon wissen, kurz klicken ist aus, bin ich im Aus. Wenn ich jetzt zum Beweis dreimal klicke für den Stroboskop, jetzt blitzt. Wenn ich drücke und halte, wissen wir bei OLED, dann geht der Zyklus durch. Nämlich Low, Mittel, High, Low, Mittel, High. Also wie gehabt. Wenn man das einmal drinnen hat, ist irrsinnig easy und funktioniert für wirklich fast alle Lampen. Hinten der Heckschalter schaut ein bisschen anders aus. Dieser taktische Heckschalter hat 2 Schaltstufen. Eine halbe Betätigung, das ist die erste Schaltstufe im Normalmodus mit 500 Lumen und voll gedrückt mit 1500 Lumen. Und wenn ich den so halte,
dann ist es ein Momentmodus. Funktioniert auch bei halb gedrückt. Wenn ich es länger als eine halbe Sekunde halte und wieder loslasse, ist er wieder aus. Hört man ab und zu im Customer Support, wenn Leute sagen, die Lampe bleibt nicht an, die drücken quasi ein bisschen zu langsam. Man muss es wirklich nur kurz einmal tippen, dann schaltet sie sich ein. Der zweite Modus oder das zweite Funktionsprinzip, das man dem Heckschalter aufprogrammieren kann, ist voll drücken, einmal den Seitenschalter drücken, dann bin ich in einem taktischen Modus. Halb gedrückt ist dann voll, voll gedrückt ist Strobe. Und das bleibt nicht, das ist wirklich nur, wenn ich drücke. Hat natürlich den Vorteil, wenn ich jetzt taktisch unterwegs bin mit der Waffe, ich sehe, wenn irgendwas sehen, drücke ich drauf, volles Licht, und wenn dort irgendwas ist, was ich abwehren möchte, kann ich das Stroboskop verwenden. Zum Zurückwechseln, voll drücken, einmal klicken und ich bin wieder bei halb und voll. Das soll es eigentlich gewesen sein. Timer hat die Warrior Mini keinen, im Gegensatz zu den kleinen Lampen. Ich glaube, das war es eigentlich. Wenn ihr irgendwas vermisst habt bei der Präsentation jetzt, sage ich mal, bitte kommentieren. Ein Like hilft natürlich uns, dem Kanal und der Seite, dass möglichst viele Leute was mitkriegen von unserer Arbeit oder von meiner Art und Weise, von meiner Präsentation für euch. Die würde mich sehr freuen. Ein Like, oder ihr könnt es auch teilen, damit eure Freunde was mit, das mitbekommen. Und ihr findet jetzt natürlich meinen Link zu der Verkaufsaktion, die bis, wie gesagt, bis morgen läuft, auch in der Videobeschreibung. Dann sage ich einmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.